Hallo, heute gibt es diese super leckeren portugiesischen Törtchen Pão de Deus. Wir brauchen warme Milch, Hefe und das vermischen wir dann in einer kleinen Schüssel und tun 40 Gramm Mehl dazu. Das verrühren wir alles schön, damit alles zu einem homogenen Teig wird und diesen lassen wir dann eine halbe Stunde an einem warmen Ort quellen. Die genauen Rezeptanweisungen, also auch die genauen Mengenangaben und die einzelnen Schritte stehen nochmal unten in der Infobox. Da könnt ihr die nochmal in Ruhe dann nachlesen. So, ihr seht jetzt, man muss gründlich verrühren. Das ist jetzt ein Rezept für 6 kleine Küchlein. Falls ihr mehr wollt, dann einfach die Menge verdoppeln. Ihr seht, wie es dann aussehen soll, das legt ihr dann einfach zur Seite. Wir brauchen Mehl, Zucker, Butter, Orangenabrieb und ein Ei. Für das Topping brauchen wir Kokoslocken, Zucker und ein Ei. So, jetzt fangen wir an, die ganzen Sachen zu vermischen. Erst das Mehl, dann den Zucker. Als nächstes kommt dann die Butter hinzu, ein bisschen vom Orangenabrieb. Und ihr seht, es ist sehr schön aufgegangen. Das tun wir dann auch zur ganzen Mischung hinzu. Und dann noch das Ei. So, das sind jetzt die gesamten Zutaten. Das werden wir erst mit einem Knethaken verarbeiten, also mit einem elektrischen Rührgerät. Und dann, sobald ihr merkt, dass es einfach zu krümelig und zu bröselig wird, dann nehmt ihr einfach eure Hände dazu und knetet den Teig dann richtig schön durch, bis er halt eine homogene Konsistenz kriegt. Das dauert auch nicht allzu lange. Ihr seht hier, wie der dann aussehen muss. Zeige ich euch gleich nochmal in der Nahaufnahme. Genau, so ist er perfekt. Und jetzt werden wir das Topping machen und das heißt alle drei Zutaten vermischen, Kokoslocken, das Ei und Zucker mit einer Gabel, so wie ich es gemacht habe, einfach zu so einer homogenen Masse verarbeiten und zur Seite stellen. Dann formen wir diese kleinen Bällchen, bei mir sind jetzt 9 Stück rausgekommen, weil ich sie eben kleiner gemacht habe und tun diese Mischung, die ich euch gerade gezeigt habe, einfach oben drauf. Und das war's auch schon, das war die ganze Arbeit. Ihr müsst jetzt die Törtchen nur nochmal für 35 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze in den Backofen tun und dann sind sie auch schon fertig. Ich muss sagen, die sind super lecker geworden, um sie pur zu essen, um sie mit Frischkäse und Marmelade zu essen, mit allem. Ihr seht sie, so sehen sie aus, nachdem sie aus dem Ofen gekommen sind, richtig gut geworden. Probiert's aus, falls es euch gefallen hat, verlinkt sie mir auf Instagram unter Aileen-LA-. Ich würde mich riesig drüber freuen und ich empfehle es euch wirklich, die auszuprobieren, weil die sind einfach so, 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 so unglaublich lecker. Also habt noch einen schönen Tag und guten Appetit!